das ist nicht die neueste Überwachungssoftware der NSA contra Angela Merkel, sondern der Commander-Modus in Battlefield 4, der nun endlich drin ist, weil in der Beta hat er ja noch gefehlt. Und Matti, du hast Level 10 erreicht und ihn gespielt. Ja, danach war ich sehr glücklich, dass ich überhaupt da wieder so einsteigen konnte. Zurzeit sind die Server ja noch ziemlich leer und man kann tatsächlich jedes Mal als Commander einsteigen, weil es da kaum Konkurrenz gibt. Weil diese Stufe 10 erreichen innerhalb von 2 Tagen ist nicht mal, gar nicht mal so einfach. Ja, und als Commander darf man nun jetzt dann eben einzelnen Squads Befehle geben. Und dazu bekommt man, sobald man in Conquest, also man kann diesen Commander-Modus nur im Conquest-Modus verwenden. Und wenn man bestimmte Punkte erobert hat, bekommt man noch zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel hier versuche ich meinen Soldaten zu sagen, hey, erobert bitte Punkt C, damit ich ein Gunship bekomme. Ein Gunship ist dann schon eine Waffe, die man gut einsetzen kann. Ist ein großes Flugzeug mit vielen Kanonen und Maschinengewehren und diese Kanonen werden von den Spielern dann noch gesteuert. Also macht man als Commander wirklich einen Unterschied oder ist es eher so eine beratende Funktion? Es kann sehr frustrierend sein, wenn deine Soldaten nicht auf dich hören. Ich meine, es ist einfach so, man muss darauf hoffen, dass dein Team intelligent genug ist, um auf deine Befehle zu hören. Wenn sie es nicht tun, man kann sie schlecht bestrafen dafür. Dann verliert man als Team sehr häufig. Und hier sieht man so, wie es mit dem Gunship dann so als Spieler ist. Das steuert nicht der Commander, sondern der Commander kann nur diesen Gunship freischalten, mehr eben nicht. Und in diesen Gunships ist man als Spieler auch nicht ganz sicher, weil es gibt natürlich auch feindliche Jäger und das kann ganz, ganz fix gehen. Da geht's dann abwärts. Ja. Macht es denn auf Dauer Spaß, diesen Commander zu mimen oder ich fühlt man sich da so ein bisschen zu passiv? Man sieht, wie das Ganze aussieht. Es ist auf Dauer, ich würde eine Runde lang immer wohl als Commander zur Abwechslung spielen, aber auf Dauer würde ich sagen, es kann sehr frustrierend sein eben. Wenn man, wenn die Leute nicht auf dich hören, ist halt schade dann halt. Und es gibt recht wenige Punkte. Und als Spieler selber bekomme ich diese, also auf dem Schlachtfeld bekomme ich die Infos vom Commander immer direkt angezeigt einfach. Genau, dann sieht man diese Pfeile oder diese Linien, wo man halt hingehen sollte. Das ist ja großartig. Das kenne ich ja von der Arbeit. Ja, ist vielleicht irgendwie so eine Chefgeschichte. Schauen wir mal. Ja, also wer den Chef mimen will, der sollte den Commander-Modus in Battlefield 4 ausprobieren. Alle anderen, die wirklich schießen wollen, also zumindest virtuell, bleiben lieber bei der Waffe. Ja. Squad Leader hat Befehl erhalten. Warten Sie.